Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute habe ich Juicy Lucy Sandwich. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus, ist aber spektakulär lecker. Und was aus einem normalen Steak Sandwich einen Juicy Lucy Burger Sandwich macht, das zeige ich euch jetzt. Ribeye-Kern, kann man aber auch ein Stück Roastbeef nehmen oder ein Burgermeisterstück oder ein Tafelspitz. Ein bisschen Rinderfett, eine Zwiebel, Ofenkäse, in dem Fall Cheddar und Mozzarella, Champignons, Toastbrot, Stegpfeffer, ist auch Salz drin, eine klassische Bratensoße und Salz. Als erstes unser Stück Fleisch. Von allen Seiten salzen. Und Viertelstunde stehen lassen, Salz einziehen lassen. Dann geht es schon weiter. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Rinderfett. Ich habe ein Video gemacht, wie man ein Entricot auslöst. Und das ist das Fettauge im Entricot. Könnte auch, was weiß ich, Butterschmalz oder irgendwas nehmen, aber wenn ich das Fett schon habe, kann ich es nehmen, um es auszulassen. Ich habe jetzt hier eine Plancha angeheizt und die dann braten wir jetzt hier nicht in Olivenöl oder anderen Fetten, sondern wir nehmen unser Rinderfett. Dann brauchen wir ein paar Champignons. Stiele raus. Und die Champignons in feine Streifen schneiden. So. Eine Gemüsezwiebel. Halbiert. Und jetzt hier auch sehr, sehr feine Streifen schneiden. Auseinanderfummeln und das beides salzen wir schon mal an. So, das Fett einfach weiter auslassen. Jetzt kommen die Champignons dazu und die Zwiebel. So, das Fleisch, Salz ist eingezogen und das braten wir jetzt hier auf der Sizzle Zone von allen Seiten an. So, nebenbei toasten wir uns unter Toastern. In der Zwischenzeit stellen wir auch unsere Soße warm. So, das sieht gut aus. Jetzt nehmen wir das Toast runter. Die gerösteten Seiten kommt jetzt Zwiebel, Champignon. Ordentlich Käse. Und Zwiebel. Hier sind die Ecken verteilt. Und jetzt Deckel drauf, ordentlich andrücken das Ganze.
und auf den Grill. So, das Fleisch sieht gut aus. Jetzt versuche ich hier so dünne Stücken wie möglich zu schneiden. Oh, heiß. Sollte reichen. Bisschen Salz dran. So, wir gucken noch unseren Toast. So. Und jetzt braten wir einfach das Fleisch hier noch mal ein bisschen. Haben wir hier nochmal unser Rinderfett. Und wirklich nur so ein bisschen anbräunen. So. Jetzt hier diese von unserem Steakpfeffer. So, unsere Soße. Unser Toast. So, und jetzt kommt der schwierige Teil dieser Geschichte. Wir müssen hier, das muss man andersrum machen. So rum. Jetzt hier dazwischen. Dazwischen mit Käse und Zwiebeln. Hier kommt das Fleisch. Ordentlich Fleisch. Das Ganze wieder zugeklappt, angedrückt. So, und jetzt kommt der Teil, der aus einem Steak Sandwich ein Juicy Lucy macht. Und das Ganze nochmal von der anderen Seite. Und das sieht jetzt nicht toll aus, aber ich glaube mir, das ist schon lecker. So, zack. Das war ein ganz schönes Gemansche, aber et voilà, Juicy Lucy Burger. So, nochmal Kosten hier. Bestimmt einen großen Sauereifaktor. Wer sich wundert, wo die Petersilie herkommt, für das Foto habe ich ein bisschen was Grünes drauf gemacht. Und jetzt. Das ist aber eigentlich so ein Ding, sollte man Messer und Gabel essen, aber Sandwich. Ich habe das Gefühl, auf dem Teller, ihr habt noch ein bisschen Fleisch und ditcht so die schöne leckere Bratensoße auf. Die Zwiebeln, die Champignons. Und man merkt auch, das Rinderfett, in dem es gebraten ist. Riesensauberei, aber... Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wem dem so ist, Daumen nach oben, netten Kommentar hinterlassen. Wer noch nicht abonniert hat,
Hier ist es, glaube ich. Ansonsten sage ich, ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal. Das war eine geile.